Hi, hier sind die Vanessa und der Martin von der Jugendkunstschule und wir wollen euch heute eine kleine Übung an Hand geben. Das ist die Blindskizze. Die Blindskizze heißt Blindskizze, weil die Hand mehr oder weniger blind zeichnen muss. Das Auge kontrolliert die Hand nicht. Die Hand arbeitet ganz alleine. Das hat einen gewissen Hintergrund, da gehen wir später noch drauf ein. Und wir sitzen uns gegenüber, weil es am einfachsten ist. Wir werden jetzt uns gegenseitig porträtieren und dabei geht es darum, dass man sich sein Gegenüber genau anschaut. Die Augen bleiben am Gegenüber und die Hand fängt einfach an, auf einem ganz einfachen, billigen DIN A4 Computerpapier fängt die Hand einfach an, das zu zeichnen, was das Auge sieht. Das Bild wird praktisch vom Auge erkannt, wird ans Gehirn gesendet über Nervenbahnen. Das Gehirn rechnet das Bild erstmal in die richtige Richtung und jetzt gibt das Gehirn mehr oder weniger das Signal an die Hand, mal das. Und das kann die Hand gar nicht so richtig gut am Anfang. Das fällt der Hand total schwer, weil sie das nicht gewohnt ist. Und jetzt muss die Hand sich da mal durchwursteln. Das Auge darf auf gar keinen Fall kontrollieren, sonst war die Übung für die Katz. Und da kommen ganz lustige Sachen bei raus. Das ist eine schnelle Übung, die kann jeder mal gerade so zwischendurch ganz einfach machen. Das ist sehr lustig. Ich bin an Vanessas Nasenring angekommen und dann bin ich mit meiner Übung soweit fertig. Ich weiß nicht, wie es Vanessa geht. Und dann zeigen wir mal unser normales. Das sieht sehr lustig aus. Und am Anfang mag man vielleicht denken, was ist denn das für ein Scheiß? Das hat aber einen ganz wichtigen Hintergrund, auf den gehen wir im spätestens nächsten Video näher ein. Also, Blindskizze, probiert es aus, nehmt euch irgendetwas. Die Oma, den Opa, Mama, Papa, Hund, Katze oder irgendeinen anderen Gegenstand, den ihr in eurem Zimmer findet. Stellt ihn vor euch auf, nehmt euch einfach irgendein einfaches Papier, einen Stift und legt los. Und denkt immer dran, die Hand wird vom Auge nicht kontrolliert. Das ist ganz, ganz wichtig. Die Hand muss alleine den Weg finden. Da lernt die Hand viel. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.